Kosten. Ja, heute will ich dir mal zeigen, wie man als Redakteur sein Taschengeld aufbessert. Mit Taschendiebstahl. Das ist ja nichts Neues, das mache ich schon immer. In der Innenstadt. Ja. Und wie man das richtig macht, das zeigt uns hier der in Leder gekleidete Garrett. Ja, wobei ich meistens, wenn ich muss sagen, in der Innenstadt schlage ich die meisten Leute meistens jetzt nicht bewusstlos. Und schmeißt es auch nicht in die Ecke, oder? Nee. Das ist aber im Thief ganz wichtig. Bewusstlos schlagen oder in die Ecke werfen? Beides. Ah, okay. Nein, jetzt mal ernsthaft. Das Schöne an dem neuen Schleichspiel Thief ist ja, dass du es wirklich sehr, sehr frei spielen kannst. Also du kannst aggressiv vorgehen, Leute umhauen, in die Ecke schmeißen, dass sie kein anderer findet. Du kannst natürlich aber auch ganz vorsichtig vorgehen. Schleichen, den Leuten aus dem Weg gehen. Finde ich sehr, sehr gut. Und was ich richtig cool finde in der aktuellen Version, die wir auch angezockt haben in Hamburg, dass du halt ja jede Menge Geheimverstecke auch findest. Ne? Also jetzt hier eben was an dieser Wandsafe hinter dem Bilderrahmen und so, das sind schon richtig coole Ideen, die da drin sind. Und dass du quasi ja bei jeder Mission auch immer die Möglichkeit hast, auf unterschiedliche Art und Weise vorzugehen. Also hier zum Beispiel in dem Raum könnten wir jetzt entweder wieder rausschleichen, aber man kann sich auch erstmal umgucken und vielleicht entdeckt man ja einen Alternativweg. Zum Beispiel da oben. Na, mit dem Kletterhaken mal hoch und auf die andere Seite runter. Können wir den Obdachlosen da ausrauben? Nein. Oh, schade. Ich habe es ehrlich gesagt versucht, ob auch die Zivilbevölkerung sozusagen, die da so rumlungert, in der von Krankheit gezeichneten Stadt, was abluchsen kann. Das ging aber eigentlich nur bei den Wachen und den gut betuchten Leuten. Also man ist jetzt nicht unbedingt ein Arschloch. Nee. Okay. Nein, es gehört natürlich nicht. Ja, ja dann ist ja gut. Genau, und als professioneller Dieb schaut man erstmal durchs Schlüsselloch. Also ich finde es ja wirklich schön, dass wir das umgesetzt haben, dass da so viele kleine Details drin sind, auch wie er immer mit seinen Händen arbeitet, dass du wirklich ganz schnell das Gefühl hast, du bist hier mittendrin und bist eben selber dieser Dieb. Das finde ich jetzt schön, dieses Umgucken beim Knacken. Schlossknacken. Genau. Ist das Wort Schloss nicht eingefallen? Du hättest auch Lockpicking sagen können. Ja, wir sind ja hier nicht bei irgendwas. Nee, sind wir nicht? Ne? Okay. In Amerika oder so. Ja. Genau, jetzt sehen wir das hier auch nochmal schön im Detail. Übrigens, das ist auch cool gemacht, wenn man das dann mit dem Controller an der PS4 spielt. Wenn du dann an den richtigen Stellen dann quasi hinkommst, dann fängt der natürlich auch zu vibrieren an. Das sorgt auch nochmal so für so ein haptisches Spielerlebnis dabei. Ja, das finde ich auch cool, ja. Da werden sich die PC-Spieler ein bisschen ärgern, weil da hast du ja sowas nicht. Das stimmt natürlich. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt keinen Schatz entdeckt hinter dem geheimen Schalter bei dem Bild, sondern halt eine geheime Passage, um eben einen neuen Weg dann sozusagen freizuschalten, den wir dann auch nutzen können. Master Eastwick, release this door! Ja, da hatten ja viele PC-Spieler vor allen Dingen die Befürchtung, dass das Ding eher ein Action-Ding wird. Ja. Das sieht jetzt nicht so wirklich aus. Nee, also es wird wirklich ein Schleichspiel, oder? Es ist ja auch wirklich so, dass sie auch etliche Sachen rausgenommen haben, wie zum Beispiel diese Quicktime-Events, die mal vorgesehen waren. Und dass du jetzt ja eben durch die Optionen das dir auch wirklich so halt einstellen kannst, wie du es eben willst. Also du kannst das ja auch wirklich komplett ohne diese Fokushilfe, ohne Zielanzeigen spielen, also richtig quasi Hardcore-mäßig, kannst du auch entsprechend den Schwierigkeitsgrad der Wachen einstellen. Also man kann es von einem Action-Titel bis zum Hardcore-Schleichspiel letztendlich so halt machen, wie man es möchte. Das finde ich eigentlich gut, dass du die Option einfach hast. Ein bisschen schade finde ich, also es ist ja eigentlich schon auch so das Ziel, dass man sich frei bewegen kann. Es gibt zwar viele Möglichkeiten, aber jetzt hier zum Beispiel mit dem Seilpfeil, den kann ich eben nur an dafür vorgesehenen Stellen reinballern. Okay. Das finde ich ein bisschen schade. Man kann auch, glaube ich, nur an vorgesehenen Stellen springen, glaube ich, ne? Ja. Ja gut, das ist ein bisschen... Da hört es dann mit der Freiheit eben dann doch auf, ne? Ansonsten, ich finde die Stimmung sehr, sehr schön. Also gerade in den Räumen drin, das passt alles so. Auch so die ganze Stimmung mit den verschiedenen Beleuchtungsquellen, die so drin haben, dass du eben auch die Kerzen ausmachen kannst und so. Ja, einfach viele Kleinigkeiten, die schön umgesetzt sind. Auch wie er eben jetzt hier den Safe knackt, so mit ganz feiner Fingerbewegung. Das ist schon cool umgesetzt. Allzu lang dauert es ja nicht mehr, ne? Richtig. Ende Februar, 28. Ist es soweit, dann ja, kann man selber sich als Dieb versuchen. Mit anderen Worten, Test wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe, ne? Will ich doch hoffen. Ich bin gespannt.